Kraft ist verbessert und mehr Einheiten rekrutiert. 4800 kriege ich jetzt die Runde, da handeln wir auch. Die müssen dann. Ja, ich glaube, ich habe eine Idee. Mal wer? Was wäre? Vor deren eine Werft. Die haben zwei Werften, die Franzosen. Vor einer Werft steht schon eine Flotte von mir. Und ich glaube, vor die andere, wo da ein Schiff rauskommt, steht ja auch eine Flotte von mir. Und dadurch kommen sie dann nicht mehr raus und ich habe erstmal Ruhe. Ja. So, ich habe jetzt gerade eine Armee ein bisschen rekrutieren können. Die lasse ich gleich mal laufen. Brest. Jo, was habe ich denn hier eigentlich für einen Edelmann? In die Universität mit dem. Hat Dänemark hier eine Universität? Perfekt! Bald kann ich noch schneller forschen, weil Dänemark hat eine Uni. Und cool. Jede Menge Einheiten. Ach du Scheiße. Was denn? Ich sehe gerade, wie viele Einheiten Dänemark hat. Ich glaube, ich habe meine Invasionsarmee ist ein bisschen klein. Ja, das hatte ich nämlich auch bei Schweden zu spät gemerkt. Deswegen ist mir ja so ein scheiß Malheur passiert. Ja, wie sieht's mit deinem Vormarsch in Schweden jetzt eigentlich aus? Also ich formiere mich da oben im Norden mit Schiffen und Armee, also mit Einheiten. Und dann gibt's gleich eine schöne Prügelei. Die Schweden nerven mich die ganze Zeit mit scheiß Friedensverträgen, aber wenn ich 1000 Gold dafür fordere, dann wollen sie auf einmal nicht. Ja, denkst du, die geben Geld für eine Sache aus, die sie irgendwann eh nicht gebrauchen können? Nicht mehr lange und sind komplett weg. Ja, dann habe ich sie mir einverleibt, ne? Gebäude errichtet. Einheit rekrutiert. Kommerziellen Hafen mal machen. Dann habe ich nämlich Handelshafen. Sägewerk. Okay. Was habe ich hier? Was kann ich hier? Ach, das hier oben gehört auch. Was? Dänemark. Was ist damit? Nee, ich habe gerade gemerkt, dass Norwegen auch Dänemark gehört. Belagerst du Stockholm schon? Nein, nicht mehr. Ich hab doch gerade gesagt, dass ich erstmal formieren muss. Ja, okay, dann. Ohne Einheiten wird das nämlich nichts. Nee. Das Problem bei mir ist aber. Warte, wie ist es in der Politik? Provinz, die macht mir, die sagt hier nicht so toll. Warum denn nicht? Okay, ich komme jetzt mal mit einem Schiffsverband von zwei Schiffen in die Ostsee und schipper da ein bisschen rum. Weil solange du da keinen Stress auf Schweden machst, dann später auch auf Dänemark, will ich da noch nicht so Kopenhagen noch nicht angreifen, weil die ist mir echt suspekt, wie viele die da haben. Ach. Ja. So. Nelson, tut da Dingchen, ja. Artilleriefabrik will ich hier auf in England eigentlich nicht ausbauen, weil hier brauche ich sie nicht. Kommerzieller Hafen, ich habe mal mit 3 Runden. Ja, okay. 2 Runden ist das fertig. Ey, dein scheiß Handy. Ja, ich hab's jetzt gerade auf Flymode gepackt. Deswegen gab's gerade ein Störgeräusch. Tut mir nochmal leid. Das sollte ich beim nächsten Mal vorm Video machen. Ja. Okay. Bukarest ist jetzt auch gesichert. Ich glaube, ich rekrutiere hier mir gleich mal. 1, 2, 3. Zwei. Drei. Perfekt.
rekrutiere gerade in England noch eine kleine Armee, die dann später unterstützt. Ach, ist es in Empire in Napoleon Total War so, dass alle du atmest gerade voll ins Mikro, dass alle Artilleries nur eine Kanone haben? Nein, eigentlich nicht, aber anscheinend schon. Also hier zumindest. Ja, keine Ahnung. Würde jetzt mich auch nicht so groß stören, ne? Naja, für so eine Belagerung. Ja, das ist ja eigentlich nur für eine Belagerung, ne? Ich glaube, ich sollte in London doch mal die Artilleriefabrik ausbauen. Ja, ich baue irgendwie alles aus, was ich kann. Was mache ich denn hier eigentlich gerade? Artilleriefabrik, was bringt die denn mir? 6 Pfünder beritten und irgendeine andere Kacke. Ja, Logistik, das erforsche ich gerade. Das macht plus 2 Verstärkung in ihren Regionen und plus 5% Bewegungsreichweite der Armeen auf Kampagnenkarten. Hm, cool. So, Schottland bilde ich jetzt nochmal ein bisschen auf. Hier weiter handeln. 4996. Ich brauche dann noch ein zweites Moment mit meinem 106er Moment. In 6 Runden ist mein drittes 106er erster Klasse fertig. Und mit dem, glaube ich, hole ich dann noch eine Verstärkungsarmee nach Dänemark. Und da ich da ein bisschen belagern muss, hole ich mir nochmal 2 weitere Artis. Ja. Ja, wo kann ich denn jetzt mein Geld zum Fenster rausschmeißen? Hier. Ja, das kann ich mir jetzt auch nicht mehr leisten. Wie sieht es eigentlich mit deinem Krieg gegen das Osmanische Reich aus? Ich habe gleich eine Invasionsarmee angelegt, die ich aber noch verstärken werde mit Einheiten. Wunder mich, weil wolltest du nicht schon letzte Aufnahme Istanbul? Aber dann kam ja das Problem von wegen, hey, ihr habt ein paar zu viele Einheiten. Ach so, ja, ist die Hauptstadt von denen, ne? Da war ich dann erstmal geflasht für eine Weile. Flash! Okay, next round will be started. Oh! Die Brosche der statthaften Wächter habe ich bekommen. Gucken wir mal nach, was es bringt. Nicht. Spielen Sie das Spiel insgesamt 10 Stunden. Mhm. Schweden, ja. Schweden, ich mag euch nicht. Kommt schon, 1000 ist ein Sonderangebot. Ist ein Sonderangebot. Normalerweise nimmst du 2000 und bei die dich am meisten nerven 3000. Ja, eigentlich soll ich dann bei den 10.000 verlangen. aber okay. Ich habe jetzt Trockendocks erforscht. Ja, das heißt, das habe ich auch schon. Nee, also gebaut, das heißt in meinem zweiten Marineschutzpunkt. Eigenschaften für Gefolgsleute, ist cool. Mein zweiten Marineschutzpunkt kann ich jetzt auch richtig geile Schiffe holen. Ja, ich fahre jetzt in die Ostsee und gehe baden. Rekrutierung in... Ja, okay. Passt. Dann kann ich hier ja mal 206er erster Klasse rekrutieren. Ich glaube, die 106er erster Klasse mal jetzt zu meinem Standardschiff der Marine. Ja, ich baue gerade einen Trockendock. Das hat mir jetzt eigentlich mein ganzes Geld geraubt, was ich noch so übrig hatte. Aber macht ja nichts. Alles für den Handel. Magistrat! So, ich steuere dann gerade wieder auf Stockholm drauf und sehe, die haben eine Einheit mit 3 verschiedenen Mann. Gefällt mir. Trockendock ist zwar nicht für den Handel, sondern für den Bau von Kriegsschiffen, ne? Ach so, dann war das dafür. Ja, ist mir auch recht.
Okay, in einer Runde habe ich einen kommerziellen Hafen, dann kann ich noch mehr Handel, kann ich meine Handelsmarine noch ein bisschen ausbauen. Verzieh dich. Nein, jetzt habe ich dir echt daneben ge... Ah, geht doch. Automatisch. Ja. Das wird eine spannende Sache. Ja. Geht's um Istanbul? Nein, um eine Einheit vor meiner Stadt. Du hast 17 Verluste, Respekt. 17 zu viel. Ja, jetzt hier noch geizig werden, ha? Am besten ist gar kein Verlust, aber... Ja. Das ist nun wahrlich selbst... ich kann Stelle. Ich mach mal ganz kurz eine Aufnahmepause. So, ich habe noch genug frei und wir zocken weiter. Genau, wenn ich hätte mal angehalten. Wie spät haben wir es denn eigentlich? 18 Uhr. Mach mal nächste Runde. Jo, hatte ich vor. 18 Uhr 9 sogar. Österreich läuft doof durch die Gegend. Apropos, dadurch, dass wir haben die letzten Parts waren ja, das ist ja heute ein der, so gesehen, die ersten Parts von heute, die von den letzten Tagen waren ja irgendwann zwischen 23 Uhr haben wir aufgehört. Ja. Die waren ein bisschen später. Ja. Du battlest dich schon wieder mit den Osmanen. Ja, die nerven mich hier. Komm, automatisch. Das schaffst du. Marsch. Ey, wenn ich das verliere, macht's auch nichts. Die Osmanen, die nerven. Ja, Niederlage. Diesmal? Sogar ein Sieg errungen. Respekt, das sind doch... sind nicht mehr viele übrig bei den Osmanen. Ja, eine... Edelmann rekrutiert, jawohl. Infrastruktur. Ich könnte Schotterstraße machen. Ja, da bist aber weit. Gebäude. Ja, egal, mach ich einfach jetzt. Kommerzieller Hafen. Handelsschiff. Dauert immer noch so lange, die zu rekrutieren, aber okay. 4 noch. 2. Das heißt, in 6 Runden ist meine Verstärkungsarmee ungefähr in Dänemark. Und dann gibt's aufs Maul. So. Ja, meine Einheit wendet sich dahin. Schweden zu. Unter anderen habe ich da schon übelste Veteranen. Wir haben schon drei dieser Dinger. In 2 Runden habe ich Dampfmaschinen, dann geht's los, dann wird's lustig. Ja. Dann darf ich wieder Einheiten hab ich dann darf ich wieder meine 2 Flottenstützpunkte ausbauen. Ist ja schön, ne? Naja, schön. Dann meine Hauptkampfflotte. Besser als gar nichts. Ja. Ich suche gerade da, wo ich meine Einheiten, meine ganzen. Dann meine Forschung. Kann ich irgendwo. Bremssegel. Ich glaube, nach Dampfmaschine erforsche ich mal die Bremssegel. Das sind nämlich. Das wollte ich eigentlich nebenbei jetzt gleich machen, also, weil in 3 Runden habe ich Logistik. Ich habe in 2 Runden Dampfmaschinen. Ja gut, dann machst du das mal. Ja, dann kann ich ja dann Bremssegel machen und du kämpfst hier schon wieder. Ja, ich will jetzt die Armee auseinandernehmen, ne? Niederlage, verdammt.